Ja, da und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft News Info Video. Und ja, heute gibt's mal ein paar mehr neue News für euch. Da jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viel veröffentlicht wurde, was denn alles so in der nächsten Zeit passieren wird. Und ja, fangen wir mal mit der größten Neuigkeit an. Und die wäre, dass VJZO jetzt an einem neuen Update arbeitet, welches für alle Konsolen veröffentlicht wird. Und sie wollen das auf den Stand der 1.6.4 der PC-Version bringen. Und das würde bedeuten, dass in diesem Update dann der Wizard-Boss auf jeden Fall kommen wird und auch die Pferde, weil nämlich das 1.6.4 Update war das Horse-Update und da gab es dann halt die Pferde mit dem ganzen Kram da, mit den Redstone-Blöcken und so alles. Ja, das wird uns dann alles auch im nächsten Update erwarten. Das war dann schon mal das. Die nächste Sache ist, dass am 14. November 2014 die Xbox One Disc Version veröffentlicht wird. Zudem ist ja auch am Freitag das Doctor Who Skin Pack erschienen, worüber ich vielleicht auch nochmal ein Video machen werde, je nachdem. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht mal Reviews von Skin Packs oder so mache, dann werde ich das auch machen. Und ja, dann noch die PlayStation Vita Version, die ist anscheinend immer noch in der Testphase und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis das rausgekommen ist und ja, hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, seid nicht alle so ungeduldig und ja, und dann kommen wir noch zu einer coolen Sache eigentlich, da die Minecraft PlayStation 3 Version im PlayStation Store schon seitdem sie veröffentlicht wurde auf Platz 1 steht und das finde ich ist eine richtig coole Sache, weil Minecraft hat schon in den letzten Jahren wirklich so an Popularität gewonnen, das kann man sich einfach nicht vorstellen, das ist jetzt für die Konsolen in den letzten 2 Jahren erschienen, also vorletztes Jahr war ja die Xbox 360 Edition und jetzt im letzten Jahr ist ja die PS3 Version und jetzt in diesem Jahr ist jetzt die Vita Version, die Xbox One und die PS4 Version erschienen und ja, das finde ich einfach eine richtig coole Sache und ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder von dem kleinen Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.